Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Arc für Dur. Hallihallo, ihr Lieben. So, wir sitzen hier gemütlich im Dorf vor unserem Wohnpopel. Und ich würde sagen, dann hauen wir heute die Rockdrake-Eier raus. Ja. Ist ein Plan. In dem Sinne, geht los. So. Wir haben Besuch. Topper ist da. Yay! Den müssten wir natürlich begrüßen. Mhm. Hallöchen, Topper! Hallo! Kannst mal Hallo in die Aufnahme sagen? Oh, störe ich gerade. Nein! Deswegen sage ich, kannst Hallo in die Aufnahme sagen. Hallo? Aufnahme! Genau! Wir wollen jetzt die Rockdrake-Eier raushauen. Du kannst hier gerne umgucken. Wie gesagt, wir haben hier im äußeren Kreis nur ein Gebäude belegt. Die restlichen Gebäude sind eigentlich frei. Such dir da Gebäude aus. Und dann. Ich suche eins mit Zaun. Ja, hier sind noch mehrere mit Zaun. Das geht einmal rundherum. Muss man gucken. Es sind zwei Gebäude, glaube ich, noch mit Zaun drumherum. Eins langt, das suche ich mir. Ich wollte nur mal die Aussicht genießen auf dem Turm. Ja, ach so, das sind die Tore hinter dir, diese dynamischen S-Plus-Tore. Weil hier hat auch kein Tor reingepasst. Okay, die kannte ich jetzt nicht. Dann will ich euch nicht weiter stören. Ich schaue mich jetzt um und du mir eins markiere. Mach das, du störst nicht. Okay. Wie gesagt, wenn du uns suchst, wir hauen gerade die Eier dann raus vom Rockdrake. Da hinten, wo die Lämpchen dran sind. Da haben wir die Aufzugstation gemacht. Nein, ich wollte nur jetzt mal anschauen, sichern und dann erstmal aufgehen und später wieder kommen. Alles klar. Dann bis später. Jo, tschüssi. So. Das war Topper alias Freezy. Der ist zum Glück wieder mit am Start. Ja. Und wir hauen jetzt trotzdem die Eier raus. Ja, natürlich. So, wir haben hier alles vorbereitet. Wir haben hier Geschütze aufgestellt, falls hier doch mal was reinkommt. Der Nanny ist da. Das Ei haben wir hier draußen nur stehen, weil wir dann keine Klimaanlagen oder sowas brauchen. Wir haben Futternapf, wir haben Beleuchtung. Ja, geht los. Den Rest haben wir alles drin stehen. Juhu. Das Nemesis-Gift war auch schon hier unten, ne? Ja, das müsste im Ei sein. Ja. Da müssen wir so einen Puderdruck packen. Weiß ich nicht. Ich nehme mal 50 Stück raus. Mhm. Nee, 100. 25 für jedes Ding, sag ich mal. Und 50 packe ich meinen Puderdruck, falls das geht. Ich weiß es gar nicht. Reicht ja, wenn du dann in Tasche hast, ne? Ja, wir haben drei Stück, ne? Du solltest ja auch 25 einstecken. Zwei Stück nehme ich mir, die ersten beiden oder so. Ja. Moment, er will mir gerade den Stapel nicht teilen. Ja. Ich schaue mal, ob ich das in Futternapf tun kann. Ich weiß das gar nicht. Aber ich glaube, wenn die aus dem Futternapf fressen, 10%, dann fressen die Fleisch, ne? Weiß es nicht. Ne, ich kann es reintun. Super. Also 50 Stück sind drin. Hält jeweils 1,5 Stunden. 25 kriegen sie rein. Das sollte bei unseren Einstellungen reichen. Juti. Dann wollte ich gerade sagen, dann haue ich als erstes raus. Du hast ja zwei Eier, nicht ich. Ja. So. Ich hau gleich mal das 360er raus. Zack. Wie, der ist rot. Ja, wenn er nicht rot, wenn er rot ist, ist deiner. Ansonsten würde ich mir den gerne krallen, weil ich bin ja meistens vorne mit den Viechern. Mhm. 360 ist das Max, was wir gefunden haben. Ja. Dann geht ja nur bis 380. Ja. Da ist er. Ist nichts rot. Zack. Hallo, kleiner Mann. Mann? Ja, Mann. Ja.
Oh, passt ja zu dir. Siehste, 50 Stück hat er drin. Und geht's dir gut hier? Muss ich mal knipseln. Nee, du solltest nach vorne gucken. Danke. So. Geknipst. Super. Dann zieh mal an der Seite. Ja. So, eben einstellen. Verhalten erstmal passiv. Wenn er nicht abhaut. Und Folgeabstand niedrigste. So, dann komm mal kurz hier hin. Ja. Du bist ein guter, ne? Genau. Du kannst das stehen bleiben. Werf schon mal, ne? Macht er. Eifult. Ich mach gleich mal die Range an. Mhm. Ja, der steht da noch ganz gut, ja. Damit wir die in die Range reinstellen. So, dann schauen wir mal, was bei Mini rauskommt. Mhm. Ach stimmt, ich habe ihm jetzt ja. 50 reingetan. Der ist ja hübsch. Ich will ja nur 25 reintun. Oh, der sieht ja klasse aus. Haben? Nein. Der ist aber grün. Alles gut. Dann leckst du Fettbutter ist teuer. Schade, dass die Beleuchtung gerade nicht so schön ist, aber egal. Zack. Bild haben wir. Super. So. Stellst du ein... Ja, kannst du... Ich mach mal an. Dann siehst du, wo du ihn hinstellen kannst. Ja, Moment. Folgeabstand. Niedrigster. Ja. Dann komm mal mit Kleines. Dass er noch innerhalb vom Ring steht, auf jeden Fall, ne? Ja, am besten noch ein Stück rein, die wachsen, ja? Ja. Ich versuch's ja gerade, ich habe nur gerade Stoff. Gut, das passt. So. Dann hau ich den letzten raus. Mhm. Mach mal. Vielleicht kriegen wir sogar ein Zuchtpärchen. Zack. Nein, falsche Taste. Zack. So. Ja, ich habe das Mikro davor. Da ist das nicht immer so. Ne? War das nicht? Mhm. So. Vielleicht kommt da noch was Buntes. Mach mal ein bisschen Licht. Ja. Oh. Der ist schick. Der ist schick. So. Ist auf jeden Fall ein Weibchen. Also wir können Nöken eine Töken machen. Ja, meiner ist auch ein Weibchen. Meins war ein Männchen. Super. Mhm. Ja, das hohe ist Männchen passt doch. Ja. So. Niedrigster. Machst du nochmal an? Moment. Ach, hinter mir. Genau, dann ziehe ich dich einfach nur ein Stück weg da. Geh mal weg. So ist ja nur, dass die mittig im Kreis stehen. Das reicht. So. Zack. Also, passt. Folgeabstand wieder einstellen. Ja. Richtig. Und das Ding wieder ausstellen. Wo ist es denn? Da steht der Rockbreak drauf. Nee, ne? Doch. Okay. Kommst du auch mit Mittel noch ein Stück vor? Nö, ne? Nö. Okay, dann muss ich dich nochmal auf niedrigste stellen. Und dann komm mal ein Stückchen mit. Gut, reicht. So. So. Habe ich schon ausgemacht. Achso. Nanny, du kümmerst dir drum, ne? Mhm. Und wehe, mir kommen da Klagen und so. Sollen wir der Nanny auch noch was reintun? Was nicht. Haben wir eigentlich genug da, ne? Ja. Ich tue ja auch nochmal 50 rein. Schaden kann der nicht. Nö. Bei unseren Einstellungen können die eigentlich kaum verhungern, weil die sofort aus dem Futter abfressen.
bei 10%. Ja. Die sind ja jetzt schon bei 1%. Also wir haben die Einstellungen so gemacht, dass, ja, geht bei Nanny auch rein, dass eigentlich ein Drache so 4,5 Stunden braucht zum Großwerden. So. Und raus hier. So, ich denke, Topper sucht sich hier ein Häuschen. Ja. Und wir werden dann jetzt erstmal zurückporten, ne? Ja. Wir haben nämlich von Topper 2 Rex-Eier gekriegt. Die wollen wir natürlich auch noch raushauen. Und dann wollen wir auf jeden Fall gucken nach Feuerdrach. Ja. In die Drachenschlucht. Topper ist wieder da, da warten wir kurz. Mach's gut, Topper. So. Wir porten jetzt heimwärts. Dann hat er wohl, denke ich, ein Häuschen gefunden. Ja. Ich schreie dann, wenn ich da bin. Ja. Ja, ich denke, hier ist eine schöne, ruhige Lage. Wir haben zwar hier auf dem inneren Plateau, sag ich mal, ein paar Geschütze und Pflanzen gesetzt, aber bis jetzt hat kein Geschütz, keine Pflanze geschossen. Also ich denke, hier ist Ruhe. Mehr wie Flieger werden hier auch nicht hinkommen. Ist ja auch rundherum See und alles. Ja, deswegen. Oh, wir können nicht mehr rein. Bei mir ist Wand davor. Ach je. Ja. Die Figuren sind auch noch nicht reingeladen. Irgendwas ist ja immer. Ja. So, bei mir ist die Wand weg. Ja. Laut meinem Bild bin ich immer noch in Asgard. Ach ja, da ist mein neuer Flieger Tintenfuß. Der ist groß. Den hab ich auch mal hervorgeholt, weil mein Agi oder unsere Agis wollen wir jetzt hinten stehen lassen. In Asgard. Mhm. Damit wir die nicht immer hin und her porten. Ja, ich habe ja noch keinen. Dann muss ich dann gleich Seidenschnabelotten holen. Oh je. Wenn wir dann losfliegen wollen. Müssen wir gleich noch einen Agi raushauen dann. Mhm. Die Rexe wollte ich hier oben raushauen. Stimmt, da brauchen wir hier oben noch ein Ei. Nanny hatte ich schon aufgestellt, meine ich. Ich bin da, du kannst dann schon mal ein Ei holen. Ja, sofort. Ich sag ja nur. Mach's mal schnell deine Fackel aus. Gut. Dann gehe ich mal rein, hole ein Ei. Oder habe ich hier. Nanny habe ich aufgestellt, ne? Okay. Ja, die hat aber noch kein Fleisch drin, okay. Du gehst Ei holen und ich hole die Rex-Eier. Ja, das Ei stelle ich dann hier vorne hin. Ja. So. Hatten wir noch ein Ei fertig? Ich glaube nicht. Hey je. Eine tolle Vorbereitung. Das ist auch, ne? Nachts ist die Höhle viel heller hier drin, ne? Ja. Oh, toll. Ja, meistens mache ich aber tagsüber Fotos. Hey je. So. Mal ein Bild gemacht. So. Das Ei war von HG, ne? Ja. HG, da. Also Fasern 25. Dann brauchen wir 10 Holz. Dann brauchen wir Kristall 10. Dann brauchen wir 20 Rohmetall. Und 5 Obsidian. Hat die Nanny vorne schon Fleisch drin? Oder soll ich welches mitbringen? Fleisch, ne, von hier oben. Hier oben ist am meisten drin, glaube ich. So. Okay. Frag ich meine, ich mit beigelaufen bin. Ja, ich habe ja meine Flügels. Warum soll ich das nicht nutzen? So. Ich habe ja so lange gewartet auf meine Flügel. Mhm. So. Oh, Spiel auf dem Boden. Oben. Ja, dann nehme ich für die Nanny mal den ersten Stapel mit 4000 Fleisch. Mhm.
Denn unten waren, glaube ich, nur 20.000 drin oder so Fleisch. Ich habe jetzt nicht reingeguckt. Ja. Wir haben zwei Eier, ne? Ja. Dann stecke ich mir Fleisch dafür ein. Behalte ich mal 100 Fleisch im Tesch. Gut. Dann kannst du die auch rauswerfen. Okay. So, ich muss da eben Ei noch hinstellen. Mhm. Dann gucken wir uns mal, was der Topper uns geliefert hat. Ich denke, du musst dann den Inkubator anmachen, ne? Ja. Geht das nicht. So, das stelle ich schon mal hier hin, nicht mittig, sondern hier. Fleisch hast du? Jupp, hab ich. Teile ich einmal. So. Nicht schlecht. Drecksellis. Oi, der sieht rötlich aus. Ja. Dann nimm dich den. Abisch. Stellst du ein und bringst dann weg? So. Ja. Oh, 428 immerhin. Ja, das ist doch voll okay. Mhm. Erstmal auf passiv. Und niedrigste. Und dann kommen sie mal Schmidt. Dame, Herr? Junger Herr. Ja. Soll ich mal bei der Nanny die Range anmachen? Nee, ich stelle den hier an eine Mauer. Okay. Die Range, die sollte locker reichen. Perfekt. Läuft. So. Hatte ich hier Fleisch reingetan? Natürlich. So. Nächste. Holt. Der ist dann hier. 436 und 450. Ich glaube, der Topper ist ganz schön schnell mit Zähnen und so, ne? Ja. Auch rötlich. Ja, dann nimm dir auch. Okay. Nimm. Zack. Hab ich. Hast du auch einen? Ja, wir züchten sowieso erst, denke ich, ne? Ja, ja. Ja, wir haben hier unten auch noch Rexer stehen. Deswegen. So. Passiv. Haben wir denn noch unten Ei drin? Von Agentabis? Oh, denke ich. Ja. Prima. Ja, warte, ich komme da mit. Dann hauen wir für dich gleich einen Agi raus. Dann hast du auch einen Asgard und hier einen Agi. Ja, ich gehe nur schon mal vor. Ich bin ja eh langsamer wie du. Ja. So. Läuft. So. Denn wir wollen ja noch in die Drachenschlucht. Ja. Hey. Moment, ich muss hier erst ein bisschen aufräumen. Ach, du hast keinen Sattel. Der daneben hat aber einen Sattel. Ja. Gut. Dann stellen wir dich erstmal an die Seite. Also Platz ist hier mehr als genug, ne? Also. Nein. So. Ja, du kannst zur Not auch oben bei den Kleintieren noch was hinparken, ne? Ach, alles gut. Und muss ich mir sowieso noch einen Platz überlegen, wo ich die hinpacke. Und in der Rundung hier oben ist auch noch Platz en masse. Pappel. Dass du die neben der Treppe hinstellst oder so. Alles gut, das kriege ich schon hin. Platz ist genug da. Und das muss ich nicht jetzt in der Aufnahme machen. Ja, ich meine ja nur. Ach, die Leuchtkekse hier.
Ja, den einen muss ich dir nur umdingsen. Wollten wir die jetzt weiter züchten oder nehmen wir die direkt? Puh, wir können die auch direkt nehmen, also. Ja, Wir das müssen ja nichts aushalten. Mini-Dragon. Einen hatte ich mir doch auch gemacht, ne? Nö, beide Nein, Mini-Dragon. beide. Da habe ich doch aus Versehen E gedrückt. Ja, dann kannst du dir einen mitnehmen. Ich Ja, musst du muss. dann ja einen umdingsen. Ja. Oje. Ist einfach E gedrückt. Ich bin schlimm, ich weiß. Wollte er nicht so sagen. Ach, das ist ja auch schon eine gezüchtete Schneeäule hier, ne? No. Wie sehen denn deine Werte aus? 71, 69, 76. Na, es geht, ne? Anstatt mit dem Agi kannst du auch mit der Eule los. Ja. Machen wir gleich einen Eulensattel fertig. Jetzt, wo du sagst, Wo bist denn du? hat mir gerade Flash eingesteckt für Agi. Achso. Oh. Dann rührst du die gleich ein, nimmst du mit nach oben, dann mache ich gleich einen Sattel eben fertig von der Eule. Und dann, denn ich düse mit der Fledermaus los, mit Nosferatu, weil ich will schießen können da drin. Naja, hier Ach, geht wieder guck deine mal, Farbe. der ist adelig. Hat aber wieder deine Hallo. Farbe, ne? Ja, Willst du haben? egal. Ja, Nee. ist mir. Eins habe ich noch. Musst du futtern. Ja, schon dabei. Dann stell du ein, ich gehe nochmal Fleisch holen. Ja, jetzt sind wir nie weggegangen. Egal, dann mach ich nur mit dir ein Ach Brot. je. Zack. So. Tintenfuß 2 oder so, ne? Ich weiß nicht, ob der blaue Füße hat. Ich habe die jetzt Ja, nur. hat er auch. Ach je. Dann kommen sie mal Schmidt Tintenfuß. So, dann müssen wir wieder neue Agi-Eier machen. Heje. Ja, du wolltest ja auch mit den bunten machen, ne? Naja, das war ja eigentlich einer von den bunten, aber Ach so. irgendwie. Ja, wenn ich zwei Tintenfüße habe, dann kann ich damit züchten. Oh. Dann wird daraus Tintenfuß 2.0 oder so. Dann wird es nachher ein Tintenfass. Hey. So, das reicht. So, Mittel. Gut, fertig. Hau raus. Und dran. Pult. Komm, jetzt was Tolles, Buntes für mich. Na, Jawoll! in Rot. Geht doch. Und geklickt, auch Entschuldigung. Können wir umprägen. Ist doch nicht schlimm. Ach ja, verdammt. Oh, bringst du wieder weg? Ja. Hallo? Oh. Du bist eine Nase. Sagst, sie sollen wegbringen, dann pfeife ich ihn an, du pfeifst Ja, ihn ich wieder wollte ab. ihn von mir abpfeifen. Nasigoreng oder so. Hey, yo. Aber weißt du, was das Schlimme ist? Ich weiß, die Zeit ist gleich rum. Ach je. Ja, dann machen wir den Sattel, das Durchklickern machen wir dann außerhalb der Aufnahme. Naja. Ich denke, dann geht's in der nächsten Folge los mit, ne? Oh. Mit Drachenschlucht und, ach, weißt du was? Du hast ja hin und wieder immer Standbild, ne? Dann, ich denke dann, ich stelle den mal eben ab hier. Hallo? Jetzt. So. So, dann würde ich sagen, da Mini ja zwischendurch immer Standbild hat,
denke ich mal, dass wir uns dann an der Drachenschlucht hier, an der Feuerbibern-Drachenschlucht, also auf der Vulkaninsel, dann wiedersehen. In dem Sinne würde ich sagen, erstmal Tüdelü und Tschü und so. Tschüss. Ja, so machen wir das. Mhm.